Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Miteinander für unseren Walgau. Heute haben wir einen Ausflug ins große Walsertal gemacht und befinden uns nun von der Raiffeisenbank in Ragal. Die Raiffeisenbank Walgau Walsertal hat insgesamt 3 Bankstellen im großen Walsertal und betreut mit 7 Service- und Kundenbetreuer die Kunden vor Ort. Hier in Ragal ist Bankstellenleiter Jenny Günther und seine Mitarbeiterin Janine Platzonik tätig. Janine werden wir später im Mitarbeiterporträt noch genauer kennenlernen. Kommen wir nun zu unseren Beiträgen. Heute stellen wir Ihnen in unserem Wohntraum eine gelungene Totalrenovierung in Thüringer Berg vor. Thüringer Berg ist bekannt für seine Bemühungen um den Einsatz von erneuerbaren Energien. So steht auch bei Familie Pfister eine Solaranlage im Garten und ein Kachelofen im Wohnzimmer. Thomas Berthold, Prokurist und Bankstellenleiter der Raiffeisenbank Thüringen, betreut Frau Pfister bei der Totalrenovierung ihres Elternhauses. Erbaut 1965, wurde es erstmals 1993 saniert und jetzt der geänderten Familiensituation angepasst. Das Schöne an der Sanierung ist, dass die Familie Pfister im Jahr 2012 im Dezember schon mit ganz klarer Vorstellung zu uns gekommen ist. Das erste Gespräch hat eine Woche vor Weihnachten stattgefunden. Da ist schon mal die ganze Finanzierung schon festgelegt worden, die ganzen Sanierungsgeschichten an sich und natürlich, wo wir schon gleich abchecken können, was wird gefördert, Bundesförderungen und Landesförderungen. Wie war die Ausgangssituation dieser Sanierung? Für uns war ganz, ganz wichtig eigentlich, dass wir eine gute Lösung für meinen Papa finden einerseits und auch für uns. Das hat eigentlich am meisten Zeit in Anspruch genommen, bis wir eine super Möglichkeit gefunden haben, dass der Papa seine eigene Wohnung hat, die in sich geschlossen ist, aber natürlich auch die Verbindung zu uns, damit er jederzeit herkommen kann, wir auch zu ihm gehen können und damit wir einfach sage ich, als Familie miteinander sind und doch irgendwo einfach auch getrennt sein können. Und dann natürlich, was können wir aus dem bestehenden Bestand übernehmen, wo können wir was ändern, wo können wir unsere bestimmten Punkte, was uns wichtig war für die Küche, wie können wir das einbringen, damit wir trotz Altbausanierung einfach, sage ich, unser Traumgebäude erstellen können und uns einfach wohlfühlen da. Papa Firna, der Sigi, der fühlt sich auch ganz brutal wohl jetzt in seiner eigenen Wohnung. Und 2 Generationen unter einem Dach ist eine wundervolle Geschichte und wenn es so funktioniert, ist es nochmal lobenswert. Da haben wir dann vor, nächstes Jahr im Frühjahr das Ganze fertig zu machen. Im Haus sind wir ja eigentlich soweit. Bei der Terrasse fehlt uns noch der Boden, da müssen wir noch Diele legen, das Geländer und die Überdachung, damit wir da nicht direkte Sonnenanstrahlung in unser Esszimmer rein haben. Dann macht es einen direkten Anschluss an den Garten? Ja, über die Stiege da draußen haben wir dann die Möglichkeit, direkt über unsere Terrasse in den Garten runterzukommen. Die Familie Pfister, die sind natürlich sehr gut vorbereitet gewesen und haben natürlich in dem Fall auch ein Tempo vorlegen können, dass sie sich eigentlich den Wunsch, heuer zu Weihnachten einzuziehen, ein bisschen früher erfüllen haben können, weil sie schon seit Ende September, Anfang Oktober jetzt in ein neues Haus eingezogen sind. Sie haben sich ja intensiv mit den Förderrichtlinien auseinandergesetzt. Warum? Ja, also ganz, ganz wichtig war für uns die thermische Sanierung. Das war für uns so klar, dass wir da wirklich alles machen. Neue Fassade, neue Isolation, neue Heizung, Solaranlage, was wir vorher nicht gehabt haben. Und durch das, dass wir einfach gesagt haben, das möchten wir wirklich alles erneuern und da möchten wir wirklich Geld in die Hand nehmen, haben wir uns natürlich mit den Fördermöglichkeiten dahingehend ziemlich sehr auseinandergesetzt. Haben jetzt so einiges davon gemacht. Wir haben Fenster, Holz-Alu-Dreifachverglasung, wir haben 20 cm isoliert auswendig, wir haben eine komplett neue Stückholzheizung drin, wir haben eine Solaranlage gemacht, die 15% heizungsunterstützend ist und aus dem Altbestand haben wir den Kachelofen, das ist natürlich unser ganzer Stolz, den wir lachen können und das war für uns eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir dahingehend aufgrund vom Thema Nachhaltigkeit einfach sehr viel machen und auch investieren.
Entschleunigung im perfekten Ambiente des Sunnerhofs. Das war das Motto der Kundenveranstaltung am 16. Dezember in Göfis. 150 Kunden folgten der Einladung und lauschten der Geschichten von Franziska und Christian Kohlund, während Klaus Brünster diese mit Weihnachtsklängen begleitete. Am 16. Dezember luden wir in der Scheune beim Sunnerhof in Göfis zum Weihnachtsblues. Lagerfeuer und Maroni halfen den Gästen, sich zu wärmen. Ein besinnliches Programm wurde geboten. Christian Kohlund und seine Schwester Franziska erzählten berührende Geschichten aus der Weltliteratur, fern von herkömmlichen Weihnachtsklischees. Ich schmücke den Baum. Punkt 17 Uhr begebe ich mich auf die Veranda und hole den schönen Baum herein. Ach, es ist wirklich ein schöner Baum. Ja, doch, sage ich, das ist ein schöner Baum. Dann kommt noch die kleinere Frieda und sagt, dass das ein schöner Baum sei. Ja, nachdem wir dann ein paar Mal um den schönen Baum herumgegangen sind, dann sagt meine Frieda... Mein Gott, es ist ja schon 5:30. Ja, und damit beginnt offiziell in allen Familien, die sich bei diesem Feste noch bürgerlicher Geheimnistuerei bedienen, der nervöse Teil der Bescherung. Mutter ist gekränkt. Vater ist gekränkt. Das Kind. Kind ist gekränkt. Oma. Denn jeder hat dem anderen was Falsches geschenkt. Ich sitze gerne zu Hause, in der Küche. Ich muss keine Karibik haben an Weihnachten. Aber meine Frau lässt nicht locker. Irgendwas wird dir doch einfallen. Na ja, gut. Eine Kleinigkeit. Ja, was ist denn das? Eine Kleinigkeit, das sagst du jedes Mal, eine Kleinigkeit, aber du sagst nie, was das ist, eine Kleinigkeit. Ja, das weiß ich doch auch nicht. Einfach so was Kleines. So ein kleines Schuhschwämmchen vielleicht. Ja, was ich unterwegs mitnehmen kann. Das ist es, genau das ist es. Ja, so ein kleines Zuschwämmchen für die Reiserei. Klaus Brünster begleitet mit bluesigen Gitarrenklängen. Anschließend wurde noch, wie es sich zur Weihnachtszeit gehört, fein gegessen. Wünschen wir all unseren Kunden noch schöne Feiertage und selbstverständlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Nach diesem besinnlichen Beitrag möchte ich Ihnen nun eine Mitarbeiterin hier in Regal vorstellen. Janine Bazonek ist seit 3 Jahren bei der Raiffeisen Familie und mit viel Engagement mit dabei. Janine, wo schaffst du für die Raiffeisenbank? Ich bin in Regal oben, als Serviceberaterin und Kundenbetreuerin, also halbe. Und wie ist es, du fährst jetzt immer nach Regal, auch im Winter? Ich fahre jeden Tag auf Regal, genau.
Und damit habe ich auch Ketten lernen müssen im Winter, was ich auch jetzt so kann. Und was ist es, was macht es aus bei der Raiffeisen zum Schaffen? Es ist immer was Neues eigentlich. Es wird nie langweilig. Man merkt auch, ja, du bist ganz aufgeregt. Wie ist das in deiner Freizeit? Was machst du da ganz gern? Im Winter natürlich Skifahren. Dann natürlich habe ich mir heuer jetzt im Sommer ein Mountainbike zugelegt. Das Reisen ist natürlich ein großer Mittelpunkt bei mir. Da gehen wir jetzt, nächstes Jahr gehen wir eben auf die Philippinen. Da sind wir jetzt am Planen dran und am Schauen dran, was wir für Routen machen. Und wie ist das? Wolltest du schon immer in einer Bank arbeiten oder wolltest du schon immer mit Leuten zu tun haben? Ich habe, wo ich davor gearbeitet habe, auch immer mit Leuten zu tun gehabt. Dann bin ich mal kurzfristig im Büro gewesen. Da ist mir einfach der Umgang mit den Menschen abgegangen und dann habe ich mich eigentlich auch bei der Bank beworben, weil ich da Beiz habe. Und es ist genau das, was ich auch immer will habe jetzt. Nun sind wir am Ende unserer Weihnachtsausgabe angelangt. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne und besinnliche Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2014. Ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder Raiber Walgau TV einschalten. Auf Wiedersehen.